Hi, ich bin Michael für Mobile Geeks, heute hier mit einer Gaming-Performance-Demo des SPX12, eines relativ günstigen Smartlets oder Phablets oder wie auch immer man das Teil nennen will von Pearl. Wie ihr seht, habe ich hier ein paar grafisch relativ anspruchsvolle Spiele installiert. Und ein Großteil dieser Spiele läuft sogar relativ flüssig auf dieser Kiste hier. Allerdings gibt es auch Spiele, bei denen sich das Gerät sehr schwer tut. Da hätten wir zum Beispiel Shadowgun. Shadowgun läuft absolut flüssig und ist sehr gut spielbar auf der Kiste, wie ihr jetzt sehen werdet. Aber auch Modern Combat 3 läuft flüssig und sehr gut spielbar. Auch da werfen wir jetzt mal einen kleinen Blick rein. Und selbst Wild Blood läuft auf dem SPX12 noch spielbar. Hier merkt man zwar zwischendurch immer mal, dass es etwas zähflüssig läuft, aber im Großen und Ganzen ist es definitiv noch spielbar. Auch da werfen wir natürlich jetzt einen kleinen Blick rein. Und jetzt wird es langsam etwas hakelig, und zwar bei Nova 3 ist die Gaming-Performance schon sehr zähflüssig. Also das ist eigentlich schon nicht mehr spielbar, da kommt zumindest kein großer Spielspaß auf. Auch hier werfen wir natürlich einen kurzen Blick rein. Thank you.
Und zu guter Letzt noch The Dark Knight, Batman. Komischerweise, aber anscheinend ist es einfach das grafisch anspruchsvollste Spiel der Games, die ich hier installiert habe. Batman ist quasi überhaupt nicht spielbar. Es ist eine einzige Ruckelorgie, wie ihr jetzt auch hier noch mal kurz sehen werdet. Ja, das war ein kurzer Blick auf die Game-Performance, die Gaming-Performance des SPX12, die zum Teil richtig gut ist, aber bei manchen Spielen geht dann halt auch nichts. Für ein solch günstiges Gerät schlägt sich das SPX12 eigentlich gar nicht mal so übel. Shadowgun läuft flüssig, selbst Modern Combat 3 läuft flüssig. Also alles in allem macht das SPX12 hier keine so schlechte Figur. Ich bin Michael für Mobile Geeks. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal.